Ich bin Liz von Spanish Horse Boutique. Heute bin ich hier mit unserem kleinen Milo Mendeleo mit dem Thema Fohlenhalfter anziehen. Ich nehme immer absichtlich ein ziemlich filigranes Halfter, das ich dann ganz groß stelle, weil ich drauf gekommen bin, dass es für die Fohlen am Anfang echt schwierig ist, wenn ihr gleich über die Nase drüber streift, über die Ohren drüber streift. Das heißt, was ich mache, ich stelle das Halfter ganz groß und ziehe erstmal den Kopf durch. So, dann lasse ich es hier hängen. Wenn das dann über den Kopf hängen hat, setze ich ihm das Nackenteil schön ins Genick und ziehe die Nase von unten rein. Dadurch komme ich nicht einfach so extrem mit der Hand gleich übers Gesicht drüber. Ich fasse noch nicht die Ohren an und kann alles schön Schritt für Schritt machen. Danach könnt ihr das Halfter einfach seitlich kleiner stellen. Ziehen wir hier so schön durch und machen den Karabiner zu. Ich nehme absichtlich keine Fohlenhalfter, die Schnallen haben, weil im allerschlimmsten Fall, was bei denen passiert, die gehen auf. Wenn ihr welche mit Schnallen nehmt, die sind so fest und natürlich sind beim Fohlen die Knochen noch ganz weich und wir wollen ja nicht, dass sie irgendwie ein schlechtes Erlebnis haben. Wenn ich das Halfter dann wieder ausziehe, mache ich alles einfach in die andere Richtung. Ich ziehe das Halfter im Genickteil wieder lang, zwischendurch kurz kraulen und dann ziehe ich es langsam vorne drüber. Und er ist wieder frei. Bis zum nächsten Mal.